Heute wollen wir uns damit beschäftigen, was Vektoren sind. Vielleicht habt ihr den Begriff Vektor oder Vektoren schon einmal gehört und dieser Begriff gehört zur Parallelverschiebung. Hier habe ich euch einmal verschiedene Pfeile aufgezeichnet. Und wenn man sich diese Pfeile einmal genauer ansieht, sieht man, dass ein paar von ihnen, nämlich diese vier, gleich sind. Also die identischen Pfeile bis auf das, dass sie auf einem anderen Platz sind. Und genau das sind Vektoren. Vektor ist nicht ein Pfeil, sondern Vektor ist die Menge von mehreren Pfeilen. Wenn ich zum Beispiel ein Dreieck verschiebe, muss ich ein Dreieck an allen drei Ecken mit demselben Pfeil verschieben. Dieser Pfeil, der ja immer gleich ist, der ist gleich lang, die sind parallel und die zeigen in dieselbe Richtung, gleich gerichtet. Das kam ja schon im letzten Video. Diese Pfeile kann ich zu einer Menge zusammenfassen und dieser Pfeil gehört zu einem Vektor. Also jede Parallelverschiebung legt eine Menge paralleler, gleich langer und gleich gerichteter Pfeile fest und diese Menge heißt Vektor. So, jetzt habe ich hier einmal den Pfeil von A zu A'. Genau der gleiche Pfeil wäre der Pfeil von B zu B', von C zu C' und der Pfeil von D zu D'. Der Vektor ist eben jetzt die Menge aus den Pfeilen A'', BB', CC', DD' und wenn ich noch einen Pfeil hätte, der parallel gleich lang und gleich gerichtet wäre, zum Beispiel EE', dann würde der auch zu dieser Menge von Vektoren gehören. Sobald ich einen Pfeil daraus kenne, zum Beispiel den Pfeil AA', kenne ich natürlich auch den Pfeil BB', den Pfeil CC' und den Pfeil DD'. Also ist ein Pfeil aus dieser Menge des Vektors, zum Beispiel AA', nennt man dann Repräsentant. Weil sobald ich diesen Pfeil kenne, kenne ich jeden Pfeil, also genau den Vektor.